Jo, es geht. Stufe 31 weiter. Oh mein Gott. So, da sind wir wieder zurück, liebe Grazhüpfer, bei einer neuen Folge von Let's Spiel Skyrim. Und wir warten, bis wir aufgeladen sind. Inzwischen tanzen wir hier. Wow! Und wee! I hear somebody's coming or it's going. Sneaken wir mal darüber. Wir müssen nämlich in den Skuldhafen-Tempel. Skuld dürfen wir eintreten. Haha. Ein Stückchen aus der Energy Drink Dose nehmen. Dürfen wir keine Werbung machen? Mein, dürfen schon, aber wir kriegen kein Geld dafür, so. Warum sollten wir es dann machen? Schleichen wir uns an diesen guten Mann. Dreh dich bitte um. Das wäre richtig dumm, wenn du uns jetzt entdeckst. Danke fürs Umdrehen. Du auch, okay. Moment. Ich habe keinen Schrei ausgewählt, oder wie? Feuer hatten wir, warum kann ich nicht schreien? Bug im Spiel, ich hasse es! So, meine Nummer 1. So. Das lief ja gut mit dem Schreien. Nämlich gar nicht. Da ist noch einer. Oh. Leute. Er klitscht sich einfach mal darüber. Ja, schön. Wir warten hier ganz einfach. Wir haben Zeit, bis das Let's Play halt aus ist. Aber so lange haben wir Zeit. So. War ein schöner Angriff. Jetzt gehen die Lichter bei ihm aus. Ist auch gut. Sollen wir Strom sparen. Und wir helfen dabei ja gerne. Beim Strom und beim Geld sparen. Piu. Schauen wir mal, was hier oben ist. Hm. Übrigens, liebe Grazhüpfer, am Freitag gibt meine Band in einem Radiosender ein. Interview. Auf einem Radiosender und wir freuen uns schon richtig drauf. Deswegen. Klar doch. Als wenn wir sonst gar keine anderen Probleme hätten. Also die drei Herren da. Die Dame und die zwei Herren. Keinen Bogen? Doch, haha. Kalt! So kalt! Diese Kälte! Hör auf damit, Junge! So. War noch irgendwo jemand? Hallo! Wo ist denn jetzt die? Ich schau mir dabei deine Freunde durch. Sie hat nichts dagegen, ist okay. Und natürlich nur, weil die einen uns entdeckt hat, sind wir gleich komplett entdeckt. Oder? Einmal. Oh ja. Komm in Ruhe los, bis dann lasse ich dich jetzt mal weg. Schlaf, komm. Gute Nacht. So da. Da müssen wir da lang. Die Dame rennt hier da oben herum.
Ich weiß nicht, wo du hin wolltest, aber... Ach, die Dame, sage ich, ist ein Typ. Die Dame mit Bart. Wollt ihr nach da hinten? So. Und Feide. Jetzt ist nur die Frage, wie gehören diese Säulen? Wir haben hier mal einen Viech. Und da drüben eine Schlange. Ich drehe da mal auf die Schlange. Nee, ich glaube, die Schlange muss zu mir herzeigen. So. Und da drüben drehe ich mal auf den Vieh. Ach, ist schon der Fisch. Drehe ich mal auf den Fisch. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir da... Nicht. Okay. Passiert auch nichts. Vielleicht die Schlange doch Richtung Säule. Die Schlange dahin. Und den Fisch. Dahin. Kann jetzt ein bisschen dauern. Ich habe keinen Plan, wie das Rätsel gehen soll. Nope. Okay, dann schauen wir uns mal woanders um. Vielleicht finden wir Hinweise. Und wenn nicht, dann müsste ich offscreen mal kurz nachschauen. Wie das Guldarfen-Rätsel geht. Mal schnell goggeln. Ich glaube, von da kommen wir oder nicht? Oder keine. Oh, was ist denn da? Gucken wir mal. Ich glaube, von da kommen wir, oder? Oh, wow. Skuldarfen, ja, von da kommen wir. Skuldarfen. Skuldarfen, ich bitten. Da war irgendwo eine Falle. Eine Begräbniszone und eine leere Begräbniszone. Das heißt, wir waren hier auch schon. Kleinen Moment bitte. Skuldarfen Rätsel. Mal gucken. Ja, der hilft uns nichts weiter. Wir müssen da selbst irgendwie drauf kommen. Ach du, Schlange. Adler. Schlange, Adler. Schlange, Adler. Schlange? Adler? Schlange vielleicht. Probieren wir mal. Da passiert auch nichts. Da ist eine Schlange. Da ist ein Fisch. Da ist eine Schlange. Da ist ein Adler. Hä? Fällt da doch der Fisch. Gucken wir jetzt nochmal. Und der Hebel. Da passiert auch nichts. Dann da vielleicht doch. Wir drehen jetzt einfach so lange, bis wir es haben. Ups. Hey,
nervig soll das Rätsel bitte gehen? Ich kapiere es nicht. Aber da hinten vielleicht irgendwie... Nö, da ist nix. Bin ich zu doof, oder? Und, Moment mal, jetzt haben wir hier... den Adler... müssen uns irgendwann mal aufmachen, Kinder. Oder auch nicht. So. Noch mehr Hebel gibt's ja nicht. Oder was sehen wir da irgendwo? Irgendeinen Hebel, den wir noch vielleicht ziehen könnten oder drehen und wenden. Hä? Ich würde gern eintreten mit euch. Aber irgendwie... passiert da gar... nix. Nichts passiert. Warum? Passiert auch nicht. Wir haben hier nur drei Hebeln. Das heißt, drei Hebeln mit drei Motiven. 3 mal 3 ist 9. Das heißt, 9 verschiedene Möglichkeiten, das aufzukriegen. Jetzt dann Fisch. Adler. Schlange. Fisch, Adler, Schlange. Warte, ich notiere mir das mal kurz. Ass. Fass. Hasso, Fass. Fisch, Adler, Schlange. Fisch, Adler, Schlange ist es nicht. Vielleicht ist es... Schlange. Adler. Schlange, Adler, Schlange. Sass. Schlange, Adler, Schlange. Probieren wir mal. Sass. Sass. Sie, oder? Ho. Sass ist es auch nicht. Adler, Schlange, Fisch. Adler. Schlange. Fisch. Ist es auch nicht. Schlange. Fisch. Adler. Wir probieren jetzt einfach mehrere Möglichkeiten aus und... Schlange. Fisch. Die Säule irritiert mich ein bisschen. Fisch. Und Adler. Nope. Dann probieren wir alles Adler machen. Adler, 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 Adler. Adler, 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 Adler. Adler, Adler, Adler. Adler, sag doch ganz, du Idiot. Adler. Adler, 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 Adler. Nöp. Schlange, 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 Schlange. Probieren wir mal Schlange machen. Bitte hinten einstellen. Einmal Schlange. Einmal Schlange. Einmal Schlange. Einmal. Die
Diese Säulen sind so komisch. Ja, ich glaube, das ist Schlange, das ist Schlange. Schlange, Schlange, Fisch. Schlange, Schlange, Schlange. Schlange. Lol. Ach. Wir waren auf der verkehrten Seite. Schlange, Schlange ist es auch nicht. Fisch, Fisch, Fisch. Ich glaube, ich probiere da noch ein bisschen herum und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und zwar auf der anderen Seite von dem netten Dings da hinten. Dann schauen wir, ob sich das Sesam für uns öffnet. Und wenn nicht, nee, wird sie schon geöffnet haben. Also bis zur nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Vielen Dank fürs Zugucken. Nee. Und tschüss. Nee, Spaß. Ciao, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und da sind wir wieder. So. Da rastet gerade irgendwo jemand aus. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Ich weiß ja nicht, wer da so ausrastet, aber bitte, wenn er meint, dann soll er ausrasten. So, Fisch und Fisch. Schlange und Schlange. Gucken wir mal. Irgendwie? Ha! Okay, wir müssen zuerst die Tür öffnen, damit wir die andere Tür öffnen können. Gut zu wissen! Nämlich gesehen, dass die Folge ein bisschen kurz ist, deswegen. Gold und kleiner Seelenstein, ja, schon süßer, feiner, kleiner. So. Aber Alduin werden wir wahrscheinlich erst in ein paar anderen, wenn wir ein bisschen stärker sind, töten. So. Und jetzt, stopp. Schlangentür auf. Weil, wenn wir den jetzt schon töten, dann wäre das Let's Play ja schon vorbei. Hallo, du. So. Kurz aufstehen und wieder. Gut, perfekt. Verpackt. Vielleicht finden wir inzwischen noch ein paar Schreie oder so. Schwerrüstung verbessert auf 72. Da kommt die Rüstung nicht einfach so auf den Körper, sondern in den Mixer. Du auch, ja, komm, du auch, ja. So, schreiben wir mal. Entdeckt wurden wir schon. Du bist ruhelos hier. Oh Gott, ich hab ganz viel angelockt. Ja, ja, Hallöchen. So. Und da Spinnen. Ja, toll. Weil ich Spinnen ja so gerne hab. Gold. Ausdauertrank, warum auch nicht. Nehmen wir mit. Ekelhaft. Ich hasse Spinnen. Da sind gleich zwei von den vier. Drei von den vier, ja klar. Schleichen, 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 schleichen! Ja, du kommst auch dran und du kommst auch dran. Ja, du. Hör mal auf, mich zu vergiften. Dankeschön. Wäre zu freundlich. Irgendjemand hat uns entdeckt. Wir sind nicht mehr versteckt. Aber jetzt wird es wieder so. Ekelhaft. Was ist denn da? Ein Gegner. Schauen, ob wir uns irgendwo verstecken können. Irgendwie? Jawohl. Geht doch. Es geht doch. Einmal geht's noch. Einmal geht's noch rein. Nur wo ist der Gegner hin? Gucken wir mal da weiter. Uah, durch Spinnennetz. Geht.
was wahrscheinlich du. So. Ach nö, wie viele Spinnen sind da noch? Ein Handy verbessert auf 66. Jawohl. Und ich bin vergiftet worden. Jawohl. Haben ja sonst nichts Besseres zu tun, also. Ja gut, so stimmig wollte ich jetzt auch nicht aufmachen, aber... Hallo? Ja, wer schaut denn da runter von oben? Ja, wer schaut denn da von oben runter? Ist es der kleine Hans? Ah, dann wäre anscheinend noch irgendwo ein Rätsel. Und anscheinend noch irgendwo eine Gegend. Da hat jemand geschrien, ja Halleluja. Da sind ja zwei von den Typen. Da war es nur noch einer. Und schleichen wir bald auch auf 75. Ha! Komm, einen Treffer landen wir noch bei dir. Jo! Ich glaube, das ist unser Match. Noch ein Rätsel. Aber ich glaube, dieses Rätsel machen wir es in der nächsten Folge dann. Ah, da gucken wir mal, ob wir noch irgendwo was zum Aufmachen haben, außer da ein paar Leute zum Durchsuchen mit Pfeilen. Die geilen Pfeile. Weil wir haben ja beim anderen Rätsel schon so lange umeinander gefurzt. Das will ich euch jetzt nicht nochmal antun. Alter, was der manches Mal für Anwandlungen hat. Jo! Gib dir, Junge! Mach ruhig! Habe ich mir gedacht, wir machen das nächste Rätsel dann in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Diesmal ist jetzt aber wirklich Schluss. Tut mir leid, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, würde ich mich freuen, dich als neuen Abonnenten zu begrüßen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Skyrim oder bei einem anderen Let's Play wieder. Dein Grazocker. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, mein Freund. Ciao, ciao.